Hallöchen, meine lieben Freunde. Und ein herzliches Willkommen zurück zum letzten Part von Splatoon. Jetzt geht's nämlich zum Boss. Like a Boss. Und da oben drüben hinten ist eine Sprungplattform. Da müssen wir hin. Denn der Boss ist einer der geilsten Bosse, die ich jemals gehabt habe. Und jetzt gehen wir aufs UFO. In den Fängen der Oktotyrannei. Wop, 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 wop. Und mit dem UFO hoch. Denn Kitten Kuddelfisch wurde gefangen und der heißt der Riesen-Okto, Riesen-Elektro-West. DJ Octoria ist natürlich wenig kurz essen, war. Was? Hat sich Opa wieder entführen lassen? Sollen wir dann mal? Ist natürlich eine Wiederholung und das sind die Rindelektronen. Das sieht lustig aus. Fump. Einer der coolsten, aber auch längsten Bosskämpfe, die ich gehabt habe. Ich werde niemals aufgeben. Das ist einer der kühlsten, so was? Ist voll kühl, Mann. Voll cool. Coolsten Bosskämpfe, besonders wegen der Musik und deswegen BAM! Und das fand er jetzt nicht so toll, dass ich ihm eins in die Fresse gehauen habe. Na du? Nein. Das Ziel ist es, ihn immer weiter zurückzudrängen. Damit er dann am Ende einen bestimmten Angriff macht. Und natürlich ist das jetzt so die Anfangsphase, die ist recht einfach. Und jetzt ist er ganz entsetzt darüber. Was? Tschüss. Der ich so, du kannst mir auch nehmen. Und zwar genau diese Attacke. Kommt zu einem Tentakel-Ding, dass sie zurückschießen müssen. Erinnere mich ein bisschen im Kampf von Ganondorf, wer ihn noch kennt aus Zelda. Und BAM! Umf! Das war nicht im Kadettierten Kackarsch. Voll Arschwurst, ey. Also, Opa, du lässt dich doch nicht etwa absichtlich anführen. Tut mir leid, dass du dich mit dem rausschlagen musst, Nummer 3. Oh, ist so okay. Ich rette gern euren Opa. Kicken, cool, Wisch. Besonders der dieser Kampf einfach so episch ist. Natürlich hat er jetzt wieder neue Angriffe. Der ist nämlich echt mies, dieses Ding. BAM in der Gesicht. Und jetzt gehen wir rüber. Und hier ist, glaube ich, die Schriftrolle. Genau. Für alle, die sie haben wollen. Die Schriftrolle ist hier. Die kann man nämlich auch verfassen. Und schön zurückgedrängt. Das fand er gar nicht cool. Ist es schon so weit zurückgedrängt, dass er den Angriff machen kann? Ich muss ihm noch eins reinhauen. Eine reinhauen. Bum. Und bum. Wow, das ist schon ein Arschloch. Ich soll das nicht. Du darfst mich nicht angreifen, ey. Nimm die. Wie viele Bossen von denen hast du denn eigentlich? Ich fand dann jetzt nicht so gut darum, schickt er sie wieder zurück. Hier in der Gesicht. Nö. Blatterk. Los, meine Schergen. Jetzt hat er nämlich noch Bomben, die Viecher herholen. Ach, Opa, wieso auch alle überfallen auf mich zu Hause? Oh, ich hab sogar beide erwischt. Was ist hier drin? Eine Rüstung. Rüstungen sind ihm. Huch,
Nein, 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 diese blöden Dinger haben mich schon öfter gekillt. Blöde Viecher. Los, schieß deine Arme. Und zurückgeschossen. Was er natürlich wieder mal nicht so toll fand. Würde ich jetzt auch nicht so toll finden, wenn ich das mitten ins Gesicht kriege. Nö, magst du keine Viecher. Oh, ich liebe diesen Kampf. Ich könnte den immer wieder machen. Auch wenn er beim ersten Mal recht schwierig war. Und ich ihn gegen Ende verloren habe, weil ich noch nicht so gut war. Nö. Und tschüss. Los, schieß deine Arme. Trau dich doch. Und zurückgeschossen. Oh nein, was sollst du? Das kannst du doch nicht tun. Oh nein. Ich fülle dich in meinen Kugelschreiber. Das ist jetzt doof. Jetzt kommen alle auf einmal. Tschüss. Oh, das war dumm. Na ja, komm doch, schieß doch, du alter, Tintentypi. Ja, ja. Gibt es eigentlich auch so? Oh, das war zu viel. Verdammt, das war zu spät. Jetzt kommt noch so ein Vieh. Das sieht immer so aus. Nein, ich habe nicht genießt, jetzt nicht alle Niesen haben. Niesen. Genau, sagt Niesen. Das wollte ich. Nö, 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 nö. Bam! Wurk! Für wen hältst du dich eigentlich, du Arschkopfwurst, ey? Mit langsamer Zeit sich für die Arbeit morgen vorzubehalten. Wie sie es einfach voll nicht ernst nehmen. Ah, nein. Ach, der unsichtbare Kind. Toll. Oh, unsichtbare Tintin. Jo, dann schieß doch mal. Oh, das ist ja eine coole Mini. Los, schieß doch. Bam. Bam. Dass die auch nicht dazu lernen, dass sie das nicht tun sollten. Aber naja, sind die vergessen. Was soll denn das heißen? Gar nichts. Mach einfach du deine, was auch immer du da machst. Ne? Hm, ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin nicht fertig. Andere ist runtergefallen. Kann ich jetzt bitte wieder? Danke. Das ist jetzt etwas nah, aber es sollte trotzdem funktionieren. Das sieht schon lustig aus. Und jetzt sind die schon hier. Und gleich kommt der geilste Part von allen. Nein, 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 kein Viecher, bitte. Und so eine geschlossene Gesellschaft. Da können wir keine anderen Gäste einladen. Das geht doch nicht. Hier, Octo, DJ Octario. Ach, du musst trotzdem noch einmal, weil du 1 cm von Ende entfernt warst. Okay. Aus dir mache ich einen Stempel. Stempel wäre lustig. So als Waffe. Nö. Nee. Bam. Du blöde Kühe, dafür wirst du bezahlen. Jetzt kommt der Geist. Ready? Ich gebe alles. Ready?
Hallo, Nummer 3, kannst du mich hören? Fox-Signal überlagert. Ich habe schon gewartet. Hier kommt Kicken Kulif. Ich kicke Kicken Kulifisch. Hier kommt auf die Ohren. Hier kommt die Sea Sirens. Ah, pardon, Nummer 3. Müssen Sie den Lapskaus verbieten, Opa? Sobald ich Zeit habe, rufe ich dich an, Opa. Das ist die Squid Sisters. Ich liebe es nicht. Ja, Schicks. Warum kommst du näher? Was soll das? Feige Sau. Ich glaube, ich bin viel, das Gefühl hat, ja, ich bin der Beste. Around. Oh, wie ihr mittanzt. Ding, nur. Bam. Das fand er nicht so toll. Ein Kugelschirm. Ja, den brauche ich. Werde ich nämlich auch brauchen. Schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr dieses Lied findet. Das Lied ist so episch für mich. Noch ein Kugelschild. Nope. So much nope. Kannst du behalten? Nein, aua. Das tut doch weh. Das kann ich doch nicht machen. Ich glaube, er ist gerade am Ende wieder, aber es reicht eigentlich nicht ganz. Ja, jetzt bin ich schon wieder. Nicht mehr lange mal rein, dann hast du es geschafft. Oh nee, jetzt ist da was gespawnt. Bin ich jetzt nicht so optimal. Hier hast du eine Bombe. Hab gehört, du magst die. Ja, ja, in der Gesicht. Noch in der Gesicht. Jetzt sind wir bei der letzten Plattform. Da müssen wir eben aufpassen, weil es sehr eng ist. Ich brenne wieder. Ich werde das Ding zu Ende. Das werden wir ja sehen, ob du Cast zu Ende bringst. Voll Team. Machen wir auch ein Kugelschild an und wir nehmen in der Ruhe zurückballern. Bam! Bring es zu Ende und da fliegt auch Tschüss! Bam! Oh nein, nein, schon wieder besiegt. Wie bedauerlich. Es war verkehrt, war schwierig zu lesen. Oh nein. Poff, poff, poff. Elektrowelt! Sehr schön. Das war der letzte Boss. Jetzt machen wir noch die anderen Dinge. Wir gehen zum Start zurück. Hui. So. Und dann taucht eben er hier auf. Die haben wir kurz am Anfang gesehen. Und hier sind die Credits. Die werde ich dann nachher zeigen. Erstmal die Schriftrollen. Ich habe alle Schriftrollen. Und die werden wir uns zu Genüge tun. Wir werden zuerst das Bild angucken und dann die Forschungsnotizen dazu. Die Elektrowälze werden schon seit Ewigkeiten als Energiequelle geschätzt. Selbst in Inkopolis wird von einem 100 Jahre alten Riesenelektrowälz mit Strom versorgt. Das scheinen so, die Höhlen zu sein. Wir Oktorianer leben tief im Untergrund. Unsere Kesselportale helfen uns dabei, zwischen unseren Wohnhöhlen hin und her zu reisen. Unglaublich, das wusste ich gar nicht. Naja, das sind halt die Welten, die wir besucht haben. Die Oktarianer leben halt da, auch wenn sie jetzt etwas böse sind. Das sieht mir nach einem Bauplan aus. Diese Maschine scheint den Oktarianern als Fortbewegungsmittel zu dienen, doch sie ist innen leer. Wie bewegt sie sich? Vielleicht durch harte Arbeit und pure Willenskraft der Oktarianer? Diese ca. 2000 Jahre alte Aufzeichnung ist das älteste bekannte Zeugnis der sogenannten Revierkämpfe. Das bekannte Format von Kämpfen 4 gegen 4 war schon damals fest etabliert.
Die furchterregende Biologie der Inklinge. Gliedmaßen. Sprung bis zu 150 cm. Skelett keines. Gehirn simpel und auf Spaß ausgelegt. Augen erkennen Beute bis 100 Meter. Tinte hochkomprimiert. Schon lustig. Was ist das hier? Eine Meldung, ne? Das Energieministerium ließ auf eine Pressekonferenz verlauten, dass in naher Zukunft eine Energieknappheit zu erwarten sei. Dies sowie der schlechten Allgemeinzustand der Untergrundkuppel lässt nichts Gutes erahnen. Da haben wohl die Oktorianer Probleme mit Energie gehabt und deswegen die Elektroverse geklaut. Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet ganz umweltverträglich nach einiger Zeit. Das ist doch schön. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies von Octo Angelo. Das ist wohl Adocto und Edocto. Manche Octarianer können ebenfalls eine humanoide Form annehmen. Sie sind sehr beweglich und außergewöhnlich aggressiv. Höherrangige Individuen tragen Algen auf dem Kopf. Aber wie denken sie? Oder denken sie überhaupt? Ja, wer weiß. Der Anstieg des Meeresspiegels löschte das Leben ein Land aus und die Uran der Inklinge nahmen das nun leere Land in ihre 10 Tentakel. Damit begann das Zeitalter der Weichtiere. Anscheinend war das die Erde früher und dann, als die Polkappen schmelzen, wurden dann die Inklinge Herrscher. Zweimal im Jahr zieht die Inkoblis modemäßig die jungen Leute in ihre Bohnen. Haben diese Kreaturen nichts anderes im Sinn außer Kämpfe und Mode? Besonders diese wunderschönen, Quallenmodels. Zu Kriegsbeginn sah es für den Oktorianer noch gut aus. Dank ihres Fleißes und zeitigen Aufstehens waren sie den faulen Inklingen überlegen. Auch vor 100 Jahren waren die Inklinge schon so vergnügungssüchtig wie jetzt. Laute Explosionen verkünden das nahe Ende der Inklinge. Als die mächtigen Octobots ihre letzte Bastion stürmten, der Sieg schien den Octorianern sicher. Doch ein leichtfertig gezogener Stecker verhinderte ihren Sieg abrupt. Wop, wop, wop. Kätzchen! Das Glück war den Inklingen hold und so wendete sich das Blatt. Unter Historikern ist unbestritten, dass der Sieg der Inklinge in erster Linie ihrer überlegenen Anzahl an Extremitäten zu verdanken ist. Das letzte erhaltene Foto des Aquamarine-Geschwaders. Der Unbekannte mit den verschränkten Armen scheint der Anführer dieser legendären Truppe zu sein. Der Krieg tobte zu dieser Zeit schon ein Jahr, war aber bald vorüber. Ob das wohl Kettenkuttelfisch ist? Und da ist der Miezrichter! Vor dem großen Revierkrieg standen sich Inklinge und Octorianer noch freundlich gegenüber. Nie hätte sie sich vorstellen können, dass die ansteigenden Meere sie zum Kampf und die verbliebenen Reviere zwingen würden. Diese beiden jungen Damen haben mit ihrem Lied dem Publikum beim Nachwuchsgesangswettbewerb Tinte in die Augen getrieben und unter tosenden Applaus den Sieg nach Hause getragen. Kommen sie euch bekannt vor? Ich glaube, sie haben einen Opa. Täglich Schlussverkauf im Buja-Bazar. Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken zu lassen. Mode. Gewährt das große Wuschelige dem Kleingestreiften zu Hause oder steuert der Kleingestreifte das große Wuschelige? Vermutlich ist es egal. Die Rede ist von Anemona und ihrem, wie heißt der? François? Nein, keine Ahnung, wie der heißt. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squad bringt ihren ohnehin genialen Squidcore-Sound auf einen neuen völligen Level der Freshness und die Tentakel zum Wackeln. Der perfekte Sound für einen Revierkrampf. Revierkrampf. Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts,
kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährten? Das klingt unvorstellbar. Aus der Tiefe der Meere streben wir an das Licht der Oberfläche auf der Suche nach noch hellerem Licht. Senden wir diese Nachricht ins All. Vielleicht treffen wir eines Tages auf Lebewesen, die uns ähneln. Man könnte sagen, dass diese traditionelle Volksweise in die DNA eines nahezu jeden Inklings eingraviert ist. Ursprünglich wurde sie gesungen, um den Reichtum der See zu preisen und sich für ihre Großzügigkeit zu bedanken. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort auf diese Fragen sind unwichtig. Vertrauen wir lieber dem Schicksal und verbringen wir unsere Tage und Nächte mit einem niemals endenden Fest. Das ist zwar eine schöne Einstellung. Die Wissenschaft warnt vor einem Ansteigen der Meere. Doch niemand will es glauben. Die menschliche Zivilisation wird im Meer versinken. Wird auch dieses flauschige Wesen von den Wellen verschlungen werden? Oh, der Miezrichter. Dieses 12.000 Jahre alte Fossil besitzt ein Skelett. Seine Scheitelgröße liegt nahe, dass dieses Lebewesen primitiv und von geringer Intelligenz war. Dieses Exemplar war vermutlich gerade mit einer Art heiligem Ritual beschäftigt. Mit der Wii U, ja. Genau. Der Tag ist gekommen, mein geliebter Mizi. Diese Kapsel öffnet sich erst in 10.000 Jahren. Ich kann nur hoffen, dass dich eine bessere Zukunft erwartet. Miezrichter. Anti-Octo-Prototypen. Erfinder Attila Archi I von Schützenhausen. Kalmar Arsenal, Buyaboso und Kobolis. Ja, den kennen wir doch. Und das wären alle gewesen. So, mein Fazit. Splatoon ist eigentlich ja nicht für den Singleplayer geschaffen, ist eigentlich für den Multiplayer geschaffen, aber für das finde ich den Singleplayer extrem gut gemacht. Ich habe jetzt zwar nicht so alles freigeschaltet, aber das werde ich wahrscheinlich dann alleine tun und kann ich euch dann notfalls zeigen, falls es irgendwas freischaltet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Es war echt lustig und Splatoon mag ich sehr gerne. Ihr könnt mir einen Kommentar schreiben, wie ihr es gut findet, den Singleplayer auch. Oh, jetzt ist er ganz orange. Und nun viel Spaß bei den Credits. Tschüss.